Guten Abend, herzlich willkommen zum Talk. Meine heutigen Gäste kommen ursprünglich aus Seedorf, haben heute aber seit Jahren weltweit Erfolg zwischen New York bis Tokio in über 30 Ländern haben sie gespielt. Im Zirkus Knie haben sie riesige Erfolge gehabt und haben am Zirkusfestival Monte Carlo bereits 4 Preise eingeheimst. Jetzt sind sie bei mir im Studio. Es sind Starbucks, einerseits der Fabu und der Dino. Ich bin der Rollo für euch, es geht einfacher. Guten Abend zusammen. Guten Hoi. Abend. Vielleicht gerade zum Sagen, die sind ja eigentlich das Dritte, oder? Wo ist eigentlich der Dritte? Ja, der muss daheim noch putzen. Der muss putzen? Ja. Das ist okay. Ja. Also, zwei ist auch schön, wunderbar, seid ihr da, Herren. Ich werde vielleicht gerade für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, für die, die noch nicht kennen, kann fast nicht sein, aber für die, die noch nicht kennen, einen kleinen Einspieler geben. Die sind im Moment unterwegs in das Zelt. Für die, die noch nicht kennen, hier ein Einspieler. Ich hätte natürlich gerne mehr gesehen davon, aber wie es muss sein, die Leute sollen euch sonst schauen, in das Zelt beispielsweise oder sonst auf künftigen weiteren Shows, wir kommen nicht drauf, vielleicht gleich zum Einsteigen. Jetzt kennt man euch so weltweit bereits, seit vielen, vielen Jahren schon so unterwegs. Jetzt die erste abendfüllende Show. Wenn ihr so ein bisschen zurückschaut, in eure Kindheit, geht ihr ganz früh zurück. Hat es mal einen Moment gegeben, wo ihr gemerkt, ich bin geboren für das. Ich mache gerne Leute zu lachen, ich würde gerne unterhalten. Mögt ihr an so etwas erinnern? Vielleicht zuerst bei dir, Tino. Ja, eigentlich bin ich nicht so der klassische Pausenclown oder irgendwie immer schon der Unterhalter. Ich war lustig, aber es war irgendwie eine Berufung, wo ich gewusst habe, das ist mein Weg. Und das mit dem Lustig ist dann wahrscheinlich irgendwie erst in der zweiten Stufe gekommen. Wir waren ganz, ganz früh mal Breakdancer gewesen. Und nie die besten Breakdancer, die es auf der Welt gab. Und haben irgendwie nach einem Weg gesucht, unsere Show trotzdem spannend zu gestalten. Und haben gemerkt, da gibt es lustige Elemente. Und das hat Spass gemacht. Und wir haben gemerkt, das funktioniert gut. Und ab dort ist das dann irgendwie so ein bisschen entstanden. Mhm. Also ich kann nicht sagen, dass ich schon mit 3 das Dorf unterhalten habe irgendwo. Seedorf unterhalten? Nein. In meinem Fall nicht. Du bist ja auch ein Seedorfer, oder? Ja, ich bin auch ein Seedorfer, genau. Ich war nicht immer ein Clown. Aber ich weiss noch ganz genau den Moment, wo es dann so in die richtige Show ging. Und das war in der 7. Klasse. Bis um jetzt 7. Klasse ist für mich irgendwie auf einer Bühne stehen, vor Leuten etwas machen, ist für mich toll gewesen. Also wenn mir etwas Schlimmes hast, auch antun, dann musst du mich auf eine Bühne stellen. Das ist gar nicht gegangen. 7. Klasse hatte ich einen Vortrag im Singen. Mhm. Ich hatte ein Fach, das für mich eher schlimm war, dazumal. Vortrag hatte, man konnte es vielleicht wählen. Ich habe damals über Hip-Hop einen Vortrag gemacht. Hat übrigens alles abgeschrieben, dann aus dem Schweizer Jugend. Das Heftli gibt es ja alles nicht mehr, aber ich habe das dann abgeschrieben. Und dann hat am Schluss des Vortrags Fabu, jetzt zeig noch etwas. Mhm. Und ich habe aber insgeheim daheim ein klein etwas geübt. Ja, so ein paar. Nein, nicht gerappt, aber halt so ein tanzen, so ein paar Moves. Okay. Und hat ihnen dann müssen zeigen und haben mich recht geschämt. Aber die Mitschüler und die Lehrerinnen haben das super gefunden. Und von diesem Tag dort habe ich das einfach nicht gerne gemacht. Und damals in den Schüler-Discos bin ich nicht immer der, der vortanzen musste. Ja, ich kann euch sagen, in der Skilager bist du der Erste, in der Schüler-Disco. Es ist auch noch entsprechende Probleme, beziehungsweise ein schönes Problem mit sich gebracht. Das Talent, oder? Ja, Fabu war schon die erste Michael Jackson-Imitation, die ich in meinem Leben live gesehen habe. Also er hat mich quasi inspiriert mit seinen 2-3 Jahren Vorsprung, die er hatte. Das kann ich mich noch gut erinnern. Er hat dann den Jackson gemacht auf einer Bühne in Merzweckhalle Seedorf. Und mir ist der Laden ab und ich wusste, so wie der Fabu wollte ich auch werden. Dann ist ja der konkrete Moment gekommen, oder? Die Jugend ist das Zentrum, oder? Die Schulzeit ist das Zentrum. Aber irgendwann hat es ja den Impuls gebraucht, oder die Idee, die der dritte ist der Silo, der eben jetzt in Zürich bzw.
irgendwo sonst am Putzen ist heute Nachmittag, in der Meierdeutschen, wo nicht können kommen. Aber die drei haben mich ja mal formiert irgendwo. Ja. Und haben gesagt, irgendwann am Morgen um 3 oder morgen um 5 oder am Abend um 10 Uhr, irgendwann ist schon die Idee gekommen, sagen, Jungs, wir sind gut zusammen, wir machen etwas zusammen. Wann war das? Ja, das war eigentlich am Abend um 10 Uhr. Ja. Das war genau so. Und der Tag, also ich weiss das Datum nicht mehr, aber das ist auch relativ klar. Dazumal waren wir alle drei im Turnverein Seedorf. Jahresende macht man eine Turnvorstellung, wo jede Gruppe, die Kleinen bis zu den Älteren, etwas vorstellen. Und wir hatten dazumal die Möglichkeit gehabt, im Turnverein selber so ein bisschen zu tanzen. Und dann hat es geheißen, so Gila, der hat jetzt immer tanzen können, jetzt machen wir auch eine Show hier. Mhm. Und wir haben die Show gemacht. Und das war eben wirklich nach ab Abend um 10 Uhr, wo die ganze Vorstellung durch war. Und es kommt jemand zu uns und sagt, hey Gila, das war super, könnt ihr auch zu uns kommen. Und das war dann eigentlich so der Anfang von dieser ganzen Geschichte. Und kurze Zeit später, hier in Biel, vielleicht kann man das sagen, das war wirklich der Milestone. Wir haben dazu mal an der Bieler Messe hat's ein Musical gehabt. Utopiel hat das geheissen. Mhm. Und dort waren die drei verrückten Professoren, also crazy Professors. Und dort hat es dann angefangen, mit der grossen Bühne. Und hört nicht auf, oder? Wenn ihr heute euer Ballmann-Riss anschaut, für die, die auf der Webseite wie euch schauen, ist übrigens allen Zeit zu empfehlen. Es gibt auch Clips drauf und so weiter. Bis Tokio, New York, Italien, England, Deutschland, überall voll in Sau. Das zählt jetzt. X Auftritte am Fernsehen. Der Riesenerfolg, der ihr habt, wie geht ihr mit diesem Erfolg um? Ja, es ist ein grosser Erfolg, aber es ist so, wir können noch einkaufen. Jetzt zum Beispiel bin ich von Bio, ich kann zu Bio noch durch die Stadt laufen, ohne dass ich mich irgendwie muss schützen vor den ganzen Fotografen und so. Es ist im Moment auf einem Niveau, wo man sehr gut mit dem umgehen kann, wo es einfach Spass macht. Also für uns ist es schön, wir können alle drei von dem leben, von unserer Kunst. Wir können auf der ganzen Welt unterwegs sein, wie du vorhin gesagt hast. Wir haben das Glück, dass wir mit unserem Programm sehr erfolgreich sind, dass wir die Häuser füllen können. Und etwas Schöneres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also man hat das Fünfjahr-Zweck, wo wenn man dann super berühmt ist, kann man sich nicht mehr frei bewegen. Wenn man zu wenig berühmt ist, hat man leere Häuser. Und wir sind irgendwo in der Mitte super gut aufgestellt, haben volle Häuser und haben trotzdem noch gewisse Freiheiten. Und was schön ist daran, letzthin Auftritt sogar im Teufel, in Mehrzweckhallen, oder? Das ist wieder zurück in die Region, oder? Ja, back to the world. Das ist so. Und das ist natürlich für uns eine super Sache. Also, wir waren ja schon vorhin mal, aber Jahre vorhin schon mal in Töffel, haben dort so einen Workshop gegeben und sind dann jetzt auf Töffel wieder zurückgekommen. Und dort war es voll, sie mussten Leute abweisen und das war natürlich super cool. Und man muss jetzt auch sagen, so in der Zwischenzeit früher haben wir uns ja vor allem gefreut, möglichst weit weg zu gehen von der Schweiz. Mhm. Also nicht, weil wir die Schweiz nicht gerne hätten, aber weil es halt für uns cool war, im Ausland zu spielen. Oder? Und jetzt inzwischen ist es ein bisschen so, dass wir fast mehr Freude haben, wenn wir eben hier in der Region können spielen können und nicht mehr hören, wir müssen kein Flugzeug nehmen, wir müssen keinen Zug, wir müssen kein Auto, wir können fast herlaufen, Show machen. Wir kennen noch ein paar Leute, die im Publikum hocken. Das ist natürlich das Highlight für uns. Die Schweiz ist natürlich schön zum Auftreten. So, gleich ist es ein Zöckerli, immer in das Ausland können, was sie natürlich weiterhin werden machen. Genau. Aber nicht mehr gleich wie vorher, wo ihr bis zu einem halben Jahr, hat er gesagt, zeitweise seid on the road gewesen. Gehen wir vielleicht kurz noch auf die Comedy, die ihr habt. Also, Comedy ist nonverbale Comedy. Muss man ganz klar sagen hier, für die, die es nicht wissen, die haben Akrobatik, die haben Tanz, es ist eine Mischform. Und es ist eigentlich eine Form, die man sonst nicht sieht. Ist das so mitunter das Zeichen vom Erfolg? Ja, kann man wahrscheinlich sagen. Wir haben diesen Stil wahrscheinlich fast geprägt. Und wir hören ganz häufig von Leuten, das haben wir noch nie gesehen. Und für mich ist das eigentlich ein super schönes Kompliment. Das passiert uns überall so. Etwas habe ich noch nie gesehen. Was natürlich genial ist, weil in einer schnelllebigen Zeit wie heute mit YouTube kreuz und quer, man hat alles daheim im Wohnzimmer, dass dann auch jemand sagt, das habe ich noch nie gesehen, das ist im Prinzip schön. Und man kann so sagen, dass das etwas Einzigartiges ist und Starbucks hat das erfunden. Was ist der Erfolg? Was ist vielleicht, ich sage, non-verbale Comedy, oder? Es gibt ja viele Künstler, die das versuchen. Was ist gute non-verbale Comedy? Ja, das ist schon sehr schwierig zu sagen. Also, wenn man ja selber macht, nonverbale Comedy, heisst es immer, das sind Pantomime.
Und wenn es heisst, es sind Pantomime, sieht man schon den Kopf weiss geschminkt und mit den weißen Händchen. Und dann kann man so, jetzt wo ist die Kamera, dann kann man so, das, so den Schwang nachlaufen. So. Mhm. Das ist ja das. Und die Leute belächeln das ja so klein, weil man das von früher kennt. Und, aber es ist ja so, durch das, dass wir nicht reden oder fast nicht reden im Programm, sind wir natürlich im Ecken vielleicht Pantomime tätig. Und was ist da das Gute dran? Und das Gute ist halt einfach, wenn man es schafft, dass die Leute schlussendlich lachen. Mit wunderbaren, schönen Alltagsgeschichten. Oder ganz normale genau, Geschichten, genau, die Leute das, zum Lachen bringen. Genau. Und dann muss man die nonverbal vielleicht noch aneinander reihen und schauen, dass man das schafft, dass das 90 Minuten attraktiv bleibt. Das sind die nächsten Skeptiker, die gesagt haben, ja, 10 Minuten gut, so wie die früher geschafft haben, aber anderthalb Stunden bringt ihr das nicht her. Und ich kann also heute mit gutem Gewissen sagen, wir haben es hergebracht und machen mittlerweile 2-Stunden-Programm nonverbal, das also dramaturgisch verhält. Ich kann es bestätigen, ich habe es miterlebt, letztens in Teufelen. Und es ist fantastisch, es hat Drive, es hat Power, es ist intens, es ist dicht. Merci vielmals. Komm, wir machen doch schnell eine kleine Kostprobe. Genau, also komm mit dir. Mit dir, weil wir sind ja zu dritt, da ist ja immer noch am Eierschuh. Ja, da ist noch am Eierschuh. Vielleicht sogar. Jetzt hilft Tommy. Wir machen so, bei unserer Show muss ja alles auf die 100. Sekunde genau sein, aber es kann alles passieren. Es kann bei unserer Show kann aus dem Nichts aus einer Ente plötzlich irgendwie hat sie es auf die Schulter geschissen. Das kann ja passieren. Es kann sein, dass, und da kommst du jetzt ins Spiel. Da komm ich. Dass etwas passiert und das Telefon läutet. Und wir so. Ich? Genau. Das war deine Hände. Das war jetzt deine Hände. Auf das Geräusch. Jetzt machen wir den noch. Können wir noch eine Scharre schicken? Hast du gestorben? Ja, du bist einfach zu spät gewesen. Ich bin spät gewesen. Ich bin manchmal zu spät, das stimmt. Gehen wir sind. Ich glaube, der Silo kann weiterhin Eier suchen. Ja, ich weiß, aber das ist nicht. Also, gut. Jungs, schön ist es wunderbar, euch zuzuschauen. Euch der Witz ist wirklich ganz speziell, das würde ich sagen. Bevor wir ganz am Schluss kommen, ich habe gesagt, x Auftritte rund um den Globus. Wir freuen uns für euch. Vielleicht ganz eine kurze Antwort. Wenn ihr jetzt gerade so könntet wählen könntet, und ich würde nehmen, welche Location würdet ihr am liebsten spielen? Ja, für mich wäre es so, mein Traum, oder was ich eigentlich das Gefühl habe, das könnte mal funktionieren, ist Broadway. Und ich gehe an ein Festival und ich weiss, dass der Fabio dort mitkam auf Hawaii. Yes! Genau. Was schöner Wetter als bei uns im Moment. Ja. Heute am Montag, am Ostermontag, es klingt schön. Fabio und Dino, merci vielmals für Ihr Besuch im Studio. Lieben Gruß am Silo. Sagen wir gerne, merci. Dass er nicht da war, ist schade, aber vielleicht ein anderes Mal. Schön, dass Sie da waren. Viel Erfolg. Merci vielmals. Voilà, das war es gesehen mit dem Tino und mit dem Fabu. Die zwei mit dem dritten Silo sind gesehen im das Zelt. Im Moment schweizweit unterwegs. Am 4. Mai hier in Biel und dann am 10. November indoors, in-house im Bieler Volkshaus. Schön, seid ihr dabei gewesen. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, wie immer, gute Zeit.